Rinder im Einsatz für den Insektenschutz. Unter wissenschaftlicher Begleitung. Dummkäfer-Experte Roland Suikert und Biologe Gerd Kemmer sind stolz auf die Ergebnisse. Okay. Ja, der große hier ist eben eine rote Listeart. Der kleine hier ist eine relativ häufige Art. Nee. Noch ein anderer? Nee, das sind ja beides rote, ne? Ach ja, okay. Und die Massentiere sind gelblich und gefleckt. Bis zu 1000 Insekten können von einem Kuhfladen leben. Der Lebensraum für 500 verschiedene Arten bietet. Und ein ganz wesentlicher Faktor eben für die Artenvielfalt sind, ein Galloway, also ein Rind von ungefähr 500 Kilo Gewicht, produziert über die Insektenmasse aus den Kuhfladen 120 Kilo Insektenmasse im Jahr pro Tier, das hier auf der Weide läuft. Dann mag man vermuten, über welches Potenzial wir grundsätzlich reden, das wir früher ja mal gehabt haben, als diese Tiere weitestgehend alle auf der Weide standen. Und das ist alles verschwunden und trägt sicherlich erheblich auch zu dem gesamten Thema Artenrückgang bei den Insekten, Insektensterben bei. Heute stehen 90% aller Rinder in Deutschland im Stall, produzieren Gülle statt Kuhfladen. Experten wie Roland Suikert untersuchen das Leben in den Hinterlassenschaften der Rinder. Auf der Suche nach Erklärungen für den Artenschwund. Ja, wir haben hier jetzt das spannende Phänomen, dass auch Amphibien ihre Vorteile aus diesen Dunghaufen ziehen. Hier sehen wir jetzt eine kleine Erdkröte, die hier sitzt. Und der nutzt jetzt diesen, in diesem Fall ist es ein Pferdeäppelhaufen, weil hier so viele Fliegen drauf sind, um Nahrung zu finden. Der ist auch ziemlich dick, der hat sich den Wanst hier schön vollgehauen. Auch dafür, für die Amphibien in diesem Fall, spielen diese Dunghaufen eine Rolle im Zusammenhang mit der Nahrungsverfügbarkeit. Kaum gefallen ist so ein Kuhfladen schon besiedelt. Selbst für die Biologen ist es immer wieder spannend zu sehen, wie schnell sich die Artenvielfalt darin entwickeln kann. Seit 30 Jahren schon lässt der studierte Biologe Gerd Kemmer Weidetiere auf den Flächen einer Stiftung laufen. Ein Beitrag zur Artenvielfalt. Was man hier sehen kann, das ist natürlich vorher das Werk dieser Dunkfauna gewesen, der Dunkkäfer. Das ist der Pferdeappel hier, der ehemalige. Das ist eine total fluffige Masse, die alles, was da sozusagen an Nährstoffen drin sitzt, an Nahrung drin saß, das haben die sich hier schon rausgeholt. Und dann geht die Nahrungskette natürlich entsprechend weiter. Die Vogelwelt, aber auch die Fledermäuse, gerade die Mistkäfer, die großen, von denen wir reden, die sind für viele Fledermäuse ja von enormer Bedeutung, weil davon leben sie. Allerdings vermehren sich auch Weideparasiten über die Kuhfladen. Die meisten Weidetiere hierzulande werden deshalb regelmäßig behandelt. Da kommen wir zu einem ganz anderen Thema, was da natürlich absolut kontraproduktiv ist, wenn solche Tiere, die Rinder jetzt also hier regelmäßig oder überhaupt entwurmt werden. Also Entwurmungsmittel, die die Tiere parasitenfrei halten. Die werden über den Kot mit abgegeben und führen dann letztendlich zu einem kompletten Absterben der gesamten Dunkfauna, der Tiere, die da drin leben, weil diese Mittel eben über den Kot mit abgegeben werden. Natürlich steht auch für uns Tierschutz an erster Stelle. Wenn wir also Tiere mit einer Parasitenbelastung haben, dann werden die auch entwurmt. Entwurmung nur bei Bedarf und sehr großzügige Weideflächen. Unter diesen Voraussetzungen laufen auch am Schalsee Rinder im Herzen des Biosphärenreservats. In den weiten Wald- und Weideflächen bei Techin sind sie kaum zu finden. Die Glocke der Leitkuh hilft bei der Orientierung. Mit Leckerlis sollte aber wirklich nur der Tierhalter versuchen, die Highland-Rinder aus der Deckung zu locken. Und natürlich, auch am Schalsee sollen die Tiere ihren ganz speziellen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Insekten schützen, damit die Biosphäre lebt.